Ja, ich stehe jetzt hier am Rhein unter einer Brücke. Wir haben ein riesiges Wetter, nenne ich das mal. Über mir kommen jetzt gerade zwei. So, der Zug ist weg. Ich nehme im normalen Stereo-Mikrofon-Modus auf. Ich stehe ca. 10-15 cm hinter der Kamera. Dementsprechend auch weit entfernt oder nah am Mikrofon. Ich schwenke mal eben rüber. So ist das schon mal einiges gut zu erkennen. Die Kamera, finde ich, laut Display spielt auch sehr gut mit. Aufnahmemodus ist AVCHD oder wie das Ding an sich nennt, im HA1080er Modus. Das ist eigentlich hohe Qualität. Da geht noch eins drüber, das ist dann sehr gute Qualität. Weiterhin habe ich eingestellt den Zoomwinkel erstmal auf diese optischen 20. Ich versuche mal, ob ich das Schiff da hinten einfangen kann. Natürlich stehe ich hier auf einem Stativ, weil wenn ich ranzoome, wackeln wir nachher. So, der kleine Punkt da hinten soll ein Schiff sein. So, ich bin im vierfachen Zoom-Modus, jetzt im zehnfachen. So, jetzt muss ich schon aufpassen hier, dass ich nicht zu viel wackel. So, die 20 sind erreicht. Dieses OIS ist eingeschaltet, das ist irgendwann wie ein Bildstabilisator, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht im Kopf, auf jeden Fall Bildverbesserungssystem ist das. Und immer auch wenn ich dieses OIS eingeschaltet habe, zieht der Bildschirm immer noch mal nach. Wie man so jetzt gerade leicht erkennen kann, ich bewege nur ganz leicht am Stativ links rechts. Und dann der Nachzügler macht dann die Kamera selber. So, dann zoome ich erstmal wieder raus. So. Ja, der 20er Modus jetzt, ja, scheint für mich recht ordentlich. Ich werde da mal wechseln. So, ich habe dann mal gewechselt in den i50 Zoom-Modus. So, und dann fangen wir mal ganz langsam an. So, wir sind in den 50er. Weiß gar nicht, kann man echt erkennen, dass ich jetzt näher dran bin. Aber ich gehe ein bisschen mit dem LKW. Also ich kann ihn von hier mit bloßem Auge nicht so gut erkennen, wie jetzt hier auf der Kamera. So, jetzt müsste der sich hinter Bäume... Ja, das war's. Ich schwenk mal schnell zurück. Da oben ist die Autobahn. Ja, im Vergleich zum 20er Modus von gerade. Ja, schauen wir den Wetter auch noch ein bisschen zu. Ja, gar nicht so schnell. Über mir wieder andauernd nur Züge. Wie gesagt, es ist diesiges Wetter. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht so viel. So, jetzt haut der LKW gleich hinter Bäume ab. Jawohl, das war's. So, nochmal. Oh,
Dann sind wir ein bisschen irgendwo ganz weit weg. So, dann zoome ich jetzt mal langsam wieder raus. Also der macht sich ja wirklich bemerkbar. Wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? So, im 10er-Modus bin ich jetzt hier, beziehungsweise im Zoom 10. Ja, da kam gerade ein Radfahrer. Ja, doch, die macht sich. So, dann setze ich das Ganze mal wieder auf 0. Also laut Display. Laut Display hat es mich überzeugt. Kann jetzt sein, dass der Ton etwas laut war, weil mit dem bin ich noch ein bisschen am Experimentieren. Den Ton habe ich jetzt, wie gesagt, im Zweikanal-Modus. Vom Mikrofon, ja, der kann auch 5.1, aber ich glaube, dann würde das Ganze nur noch verzerren. Und er steht auf minus 6. Vielleicht soll ich den mal auf minus 9 oder minus 12 stellen. So, ist jetzt die andere Seite von der Stelle, wo ich bin. Da zoome ich dann auch noch mal kurz mit dem 50er. Fangen wir mal an. Ja, im Moment sind wir bei 30. Da die Boje oder was das ist, können wir uns mal kurz angucken, wenn das funktioniert. Ja, jetzt haut die Boje ab und ein LKW kommt. So, da sollte gleich ein Schiff auftauchen. Wie gesagt, wir sind jetzt ganz nah dran. Ich suche das Schiff mal eben. Da ist es. So. Also man kann echt super erkennen, wie das Wasser da so hoch geht. Also wo ich jetzt hier nur auf dem Display zuschauen kann. Als Vergleich, ich zoome jetzt mal weg. So. Ja, also das, was ich jetzt hier auf dem Display alleine gesehen habe, überzeugt mich voll und ganz, dass es doch kein Fehlkauf war oder zu viele Einschränkungen habe. So. Also ich finde das eigentlich eine gute stramme Leistung. Wie man sieht, schneit es heute bei uns. Und ich bin jetzt mal ganz nah an die Dachrinne ran von dem gegenüberliegenden Gebäude mit 20-fachen Zoom. Also ich kann hier auf meinem Display die Schneeflocken eigentlich super erkennen. Bin jetzt ganz nah dran. Autofokus, also immer noch, ich kann mich nicht wirklich beschweren. Dann zoome ich mal ganz leicht wieder raus. Ja, immer noch zufrieden. Sieht ja schon mal ganz klasse aus, was ich hier so auf dem Display sehe. So, ich
bin natürlich in meinem warmen Wohnzimmer durchs offene Fenster. Dann probiere ich das Ganze jetzt mal in Zeitlupe. Dafür muss ich natürlich wieder ins Menü und auch auf MP4 umschalten. Kleiner Test, ein bisschen was auf der Autobahn, inklusive Scheibenwischer. Mal gucken, was der Autofokus hat. Ob der sich da ein bisschen irritieren lässt oder sonst irgendwas. Ja, nach viel Schnee, der natürlich nicht mehr zu sehen ist, Regen, dementsprechend auch die Lichtverhältnisse. Wir haben eigentlich 20 nach 3 nachmittags. Kommt mir so vor, als hätten wir 17 Uhr, nur kurz vor dunkel. Ja, noch ein bisschen Stadtverkehr dabei. Ist ja mittlerweile etwas dunkler geworden. Ja, das Filmen jetzt unter schweren Bedingungen. Tachoanzeige hat keinen Bock mehr. Linker Blinker hat auch keinen Bock mehr. Naja. So, ein bisschen Duisburg Innenstadt bzw. City. Innenstadt ist irgendwie links von uns. Aber bei dem Wetter will ich einfach nur nach Hause. Und die Baustelle vorne sieht einfach nicht so schön aus. Das hätte ja die Weihnachtsbeleuchtung. Weihnachtsschmuck. Ja, ist klar. So, Blick nach innen. Für den Fall, dass ich das mit hochlade. Also sieht alles ein bisschen rötlich aus hier. Oh, lag daran, vor uns war ein Auto, hatte die Bremsen an.